In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. So, ihr Lieben, heute ist schon der nächste Tag. Ich bin jetzt am Aufräumen. Aber es ist erst um 8 Uhr zu Hause. Also ich denke mal so um 7, 8 Uhr, wenn er dann fertig ist. Der Arbeit, ja? Okay. Ja, ich muss jetzt die Wohnung aufräumen, putzen, sauber machen. Mal schauen, wie ich das schaffe, was ich alles schaffe. Ich weiß auch noch nicht, was ich kochen soll. Ich wollte irgendwas mit Reis machen. Auf Hähnchen habe ich irgendwie keine Lust, weil ich habe, also gefühlt habe ich das Gefühl, dass wir... Alles Deutsch. Ich habe das Gefühl, wir essen momentan nur noch Hähnchen. Und ich habe einfach keinen Nerv mehr da drauf. Deswegen werde ich was anderes machen, denke ich mal. Warte, Schatz, lass mich das machen. Geh weg. Ja, jetzt muss ich hier erstmal unsere Spiegel sauber machen, weil Madame Lena... Achso, willst du mir helfen? Ja. Ich habe natürlich hier überall mit den Fingern rumgetatscht. Lia schläft und solange Lia schläft, muss ich halt das machen, was ich machen kann. Ja. Ach nee, sie schläft noch. Ja, Linas Ecke sieht katastrophal aus. Ich muss jetzt einmal hier aufräumen. Und dann hier. Naja, es geht noch. Es gibt Schlimmeres, ne? Oh, we're still here. Flipping coins about what's to come. It starts getting cold and we don't know any way out of here. We try to understand how it all started to go wrong, but the sea is way too deep. Yeah, it's deeper than we could ever go, honey. We have to be together here in the stormy weather. So why do we hold on, even if it hurts so? It's breaking us apart, apart. I guess we'll never know how it feels to see the shoreline. We have to be together, stuck in the stormy weather. Signs told us how we could reach the other side. Ich habe mich gerade ein bisschen fertig gemacht. Ich muss jetzt hier das Badezimmer aufräumen. Wir haben nämlich alle gestern gebadet, ausgeduscht. Und jetzt muss sauber gemacht werden. Ich mache das immer, nachdem jeder gebadet hat oder geduscht hat. Lia muss heute auf jeden Fall duschen, weil sie hat jetzt letzte Woche das letzte Mal geduscht. Dann kann sie heute wieder duschen. Lina hat übrigens unsere Stange hier runtergerissen gestern, als ich am Baden war. Die muss ich jetzt wieder hoch machen. Der soll wieder an seinen Platz und dann kriegen wir heute auch die HelloFresh-Box. Ich bin mal gespannt. Ihr wisst, ich benutze die HelloFresh-Box schon seit Jahren. Ich glaube, das erste Mal habe ich die bestellt vor 3,5 Jahren. Und ich bin einfach überzeugt von der Box, deswegen dachten wir, wir bestellen die wieder. Und ja, ich freue mich schon drauf. Ich schaffe es einfach nicht, mit beiden Kindern alleine einkaufen zu gehen, wenn auch der nicht zu Hause ist. Und ja... Es ist auch viel zu kalt, da will ich nicht mit Lia noch raus ohne Auto. Das ist mir zu kalt einfach für sie. Deswegen ist es so gut, dass die HelloFresh-Box kommt und ich dann direkt anfangen kann zu kochen. Da redet man gerade über die Box und siehe da, es hat geklingelt und unsere HelloFresh-Box ist da. Die ist auch prall gefüllt, muss ich sagen. Ich habe die jetzt schon aufgemacht, aber noch nicht reingeschaut. Ich habe mir die Rezepte rausgeholt. So, ich habe jetzt nur die Rezepte rausgeholt und das Prinzip kennen ja die meisten von euch, außer die neuen Zuschauer vielleicht noch nicht. Ich zeige euch ganz kurz die Rezepte
Und zwar haben wir diese Woche einmal Hähnchenburger mit Mozzarella, würziger Zwiebellade und knusprigen Ofenpommes. Das ist perfekt für Audrey, mich und Lina. Wir haben jetzt hier eine Freshbox für 3 Personen. Dann einmal Köttbullar, schwedische Hackbällchen mit Champignon-Rahmsoße. Und da freue ich mich total. Köttbullar habe ich noch nie in meinem Leben gegessen und war schon immer gespannt, wie das schmeckt. Ja, vielleicht gibt es das sogar heute. Aber ich glaube eher morgen. Dann mache ich das. Das mache ich dann morgen mit Audrey zusammen, denke ich mal. Genau, das ist sozusagen das Bild. Und hier hinten seht ihr dann, wie man das alles zubereitet. Bei mir ist es so, ich habe einen Ordner und hefte die dann alle in meinen Ordner. Und wenn ich dann was nachmachen möchte, dann stehen hier die genauen Mengenangaben. Hier steht dann für 2, 3 und 4 Personen die durchschnittlichen Nährwerte pro 100 Gramm. Also hier steht alles drin. Und ja, das finde ich total gut. Hier oben steht dann auch, was man schon mal machen kann. Zum Beispiel hier steht jetzt, wascht Gemüse und Kräuter ab. Zum Kochen benötigt ihr 2 große Schüsseln, eine große Pfanne und einen großen Topf, damit man das schon mal bereit liegen hat. Und hier stehen dann nochmal, hier ist dann natürlich übersichtlicher, welche Zutaten man braucht und was benötigt wird. Und das letzte ist, was wir heute machen werden, Gnocchi in cremiger Tomatensauce mit Spinat, verfeinert durch würziges Schnittlauch, Walnuss und Schnittlauch, Walnussöl. So. Genau, hier dasselbe Prinzip. Hier steht übrigens auch, dass, wie lange das ungefähr dauert. Das ist eine Neuentdeckung, zeitsparend, leichter Genuss, vegetarisch, Stufe 2. Und wie gesagt, hier ist dann nochmal die Beschreibung, wie alles gemacht wird. So, dann kommen wir zu der Verpackung. Und zwar, das habe ich euch auch schon mal erklärt. Ich hole jetzt mal irgendein Rezept raus. Ich erkläre das jetzt auch nochmal für die Neuen. Hier hat das Rezept immer eine Farbe. Und die Zutaten sind dementsprechend auch eingepackt. Zum Beispiel hier in der Tüte ist das Rezept für die Gnocchis. Ihr könnt das entweder so direkt einpacken, ihr könnt das immer wieder so rausholen, wenn ihr kochen wollt. Oder ihr packt halt alles aus. Bei mir ist es so, ich packe immer alles aus. Ihr könnt es aber auch so drin lassen. Weil ihr passt es wirklich in den Kühlschrank. Genau, das sind die Zutaten, die nicht in den Kühlschrank müssen. Und hier sind die Zutaten, die in den Kühlschrank müssen. Ich schiebe mal den Karton runter. Mal schnell das hier runter. So, und zwar sind hier die kalten Sachen drin. Die sind auch nochmal eingepackt. Hier seht ihr zum Beispiel grün, da ist Gnocchi und Milch drin, oder? Was ist das? Nee, Creme Fraiche. Creme Fraiche, Creme Fraiche. Und dann hier noch welche Zutaten. Huch, da ist jetzt eins rausgefallen. Hier ist Fleisch. Und hier steht dann, bis wann ihr das Fleisch auch benutzen müsst. Zum Beispiel hier ist jetzt Hähnchenfleisch drin. Hähnchenbrust. Bis zum 20.01. sollte man den verbrauchen. Der ist jetzt vakuumiert. Den tue ich jetzt auch direkt in den Kühlschrank. Und hier sind so Eis, wie nennt man das? Hier ist auf jeden Fall Eis drin, damit es das schön kalt hält. Ja, das ist Mozzarella, ne? Ja, genau, das packe ich jetzt alles in den Kühlschrank. Oh, eine Ecke! Ja, Schatz. Als Lobby, ja! Und hier ist unser Fleisch drin. Wir haben das echt sehr, sehr gut eingepackt. Ah, ein Eis. Ein Eis oder Eis? Anne? So, Anne? Das packen wir jetzt auch in den Kühlschrank. Eis? Nein, das ist Sahne, Schatz. Sahne? Ja. Und genau, wir packen jetzt erstmal alles ein und danach nehmen wir euch gleich mit, wenn wir kochen. Oh, we're still here. Flipping coins about what's to come. It starts getting cold and we don't know any way out of here. We try to understand how it all started to go wrong, but the sea is way too deep. Yeah, it's deeper than we could ever go, honey. We have to be in the stormy weather. So why do we
gemacht? Lea ist ein bisschen genervt. Von was weiß ich nicht. Was hast du, Schatze? Ein Eisergucke. Was ist dein Schnuller? Ein Eisergucke. Was ist dein Schnuller? Ein Eisergucke. Alle? Ach, sie hat Schluck auf, deswegen ist sie genervt, ne? Ja. Oh, das tut mir aber leid. Kann ich dir denn irgendwie behilflich sein? Alle? Eisergucke? Gleich, gib mir das. Ja, da. Moment. Schluck auf, ist echt doof, ne? Aber da bist du durch. Meine Schwiegermama sagt immer, Babys, die Schluck auf haben oder Kinder, ja, die wachsen, heißt das bei denen. Bisschen. Danke, Schatzi. Morgen treffen wir uns übrigens mit Susan. Ich nehme dann beide Kinder mit, also Lena und Lia. Da ist Susan. Ich denke mal, wir fahren dann zur Action. Da ist Susan. Susan, da ist Susan. Ja. Hier, Susan, den. Weil Audel hat einen Termin und da kann er nicht mit. Ach, Jörn. Jörn, ich weiß das nicht. Oh, Jörn, bitte nein. Ich weiß, das nervt. Komm, Jörn. Ja, nass. Sie liebt, Lia liebt es übrigens auf dem Bein zu liegen. Du musst sie auch nicht schaukeln. Einfach nur. Sie liebt es einfach. Oh. Audel hat jetzt auch frei, der kommt jetzt. Endlich. Ich meinte schon, du hast gleich frei. Dann hat er geschrieben. Willst du damit sagen, danach geht's zu Hause weiter oder was mit der Arbeit? Aber natürlich nicht, ne? Ich habe ja Muffins da für die gemacht und ich wollte eigentlich nur sagen, ja, ich habe für euch süße Muffins gemacht. Genau. Mal schauen, der bringt jetzt für Lina noch Pommes mit, also Happy Meal, ne? Ja, Handmittel. Anne, auf Waffeln. Anne. Ja, Lina hat heute ihre Spielsachen aufgeräumt, ne? Damit du bei Oma schlafen darfst am Freitag. Lina will nämlich am Freitag bei ihrer Oma schlafen. Oma holt dich ab, ne? Holt Oma dich ab? Oma ab, da, Oma ab, da. Ja, genau. Den, da, Mutter. Butter. Und nächste Woche haben wir einen Termin beim Arzt mit dir, Lina, weißt du, ne? Da. Nein, wir haben die U7A mit dir. Ja, da, Nabi. Nein, nein. Genau, Lina hat auf jeden Fall ihre U7A. Lina, warte mal. Schluck aus! Hallo, ja, Lina hat auf jeden Fall ihre U7A nächste Woche. Mal schauen, was der Arzt sagt. Also wir waren ja letzte Woche da wegen Lia. Lia hat ja ihre U3. Und da hat er gesagt, der ist eigentlich ganz zufrieden mit Lina, weil Lina hat sehr viel über Lia erzählt und er hat auch alles verstanden. Also der meinte, sie spricht super dafür, das sagt, sie spricht super dafür, dass sie noch nicht in den Kindergarten geht und mit 3 Sprachen aufwächst. Und wenn es mein Kinderarzt sagt, also Linas Kinderarzt, dann brauche ich da eigentlich nicht mehr drüber nachzudenken. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, Lina spricht vielleicht 1-2 Minuten in den Vlogs und da könnt ihr das als Zuschauer eh nicht beurteilen, finde ich. Und mich stört es ja auch nicht. Also wir verstehen alles und das ist das Wichtigste. Und wenn sie dann irgendwann in den Kindergarten geht, dann geht sie in den Kindergarten. Jedes Kind ist anders. Sie hat zum Beispiel mit 2 Jahren und 10 Monaten aufgehört, auf Klo zu gehen. Oder 11 Monaten. Und es gibt Kinder, die machen mit 5 immer noch in die Hose. Wisst ihr, wie ich meine? Jedes Kind ist einfach unterschiedlich. Jetzt bist du leise, ne? Jetzt bist du leise. Und dann noch? Jetzt bist du leise. Hast du in die Hose gemacht? Sollen wir deine Pampers wechseln? Ja. Ja? Aber die Pampers geht dir nicht mehr. Ja? Nonda! Du siehst aus wie ein Erdmännchen hier. Mutu!
Ablehe der Bach? Ablehe der Bach? Jedem sind nur Backschen. Hallo? Ja, da! Lina, schrei nicht, das tut mir den Ohren weh. Oh. Ja, und? Ja. Oh. Super, ja. Hm. Hallo, ja, die, ja, da, ja. So, ihr Lieben, heute schon der nächste Tag. Ich habe gestern nicht mehr gefilmt. Ja, wir waren gestern auch kaputt. Lea hat heute voll schlecht geschlafen. Ich weiß nicht warum, sie wollte die ganze Zeit an die Brust. Und ich mache mich jetzt fertig. Wir haben übrigens 8 Uhr. Wir sind schon seit fast einer Stunde wach. Ich habe jetzt die Küche sauber gemacht, schnell durchgesaugt. Susan kommt nämlich jetzt und dann fahren wir auch gleich direkt los. So, wir waren jetzt bei Action und gehen jetzt kurz zu Lidl. Wir haben nämlich noch gar nicht gefrühstückt, dann frühstücken wir bei uns. Nina ist hier eine Waffel am Essen und wir warten jetzt, weil es total regnet. Und danach gehen wir auch kurz mal zu Lidl rein. Gab es eigentlich diese Woche was Gutes im Angebot bei Lidl? Ich frag mal. Du gehst immer bei Lidl einkaufen, ne? Beim Wocheneinkauf machen. Ja, Lidl oder Aldi, kommt drauf an, was es gibt. Aber am liebsten Aldi. Wie immer bei Kaufland. Stimmt, das war teuer. Also ich weiß echt nicht, wenn wir kaufen. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich zeig euch mal kurz unseren Einkauf. Wir waren bei Action und bei Lidl. Nimmst du sie kurz mit? Ich habe Angst, dass sie schon. Hallo, gesünder der Bescherbe. Guck mal. Innen an den Augen. Siehst du, das ist ein Haar im Auge. Ja, das ist ihre Wimper. Ich kann das aber nicht rausholen. Ich habe Angst, dass ich ihr wehtue. Wir haben einmal bei Lidl Cornflakes gekauft. Oh nein. Da kriegst du einen Schnurrbart. Dann zwei Parfüms. Zusammen meinen die riechen voll gut. Einmal. Sus mi amo. Warte, ich gebe dir erstmal Milch. Hier ist deine Kamera. So, ich habe Lea gestillt. Jetzt geht's weiter. Also, ich habe einmal diese Cornflakes gekauft. Ein Müllbeutel. Parfüms für Albert. Die haben nur 1,98 gekostet pro Stück. Achso, nimmst du nicht auf? Nee. Oh. Dann einmal diese, wie heißen die nochmal? Reinigungstücher für den Innenraum vom Auto. Dann hat Lina das hier bekommen von Marshall und den Bären. Das ist richtig cool. Für 3,98 Euro oder so. Es gibt auch die anderen Sets noch. Hier, komm. Die ich damals, also letzte Woche gekauft habe. Dann haben wir bei Lidl Brötchen gekauft. Oh, wow. Für Lina einen Donut. Willst du das essen? Nein, nur das. Zweimal Philadelphia. Dann eine Packung von diesen Fake Capri-Sonnen. Zweimal das Macchiato für Susan und mich. Parksammer. Für Lina Haargummis. Dann diese Emojis. Ja, das sind diese Auto-Erfrischungsdinger. Lina, bring mir das mal bitte. Ich muss das aufschneiden oben. Dann diese Hornhautsocken zum Ausprobieren. Zweimal Backkambert. Und Lena hat Knete bekommen für 2 Euro. Da sind 5 Stück drin. Jetzt frühstücken wir erstmal. So, ihr Lieben, wir haben gefrühstückt. Susan ist jetzt weg. Wir haben auch schon später. Es wird langsam dunkel. Audrey und Lena sind jetzt kurz Müll wegschmeißen gegangen. Ich nehme jetzt Lea. Sie schläft da, weil wir müssen einkaufen gehen. Wir haben jetzt schon ein bisschen viel getrödelt, weil wir haben alle Mittagsschlaf gemacht. Ja. Und ja, Lina geht morgen zu ihrer Oma.
Sie wollte hier unbedingt wieder da schlafen. Meine Mutter war ja vorgestern hier. Und da wollte sie unbedingt mitgehen. Und dann hat meine Mutter gesagt, ich hole dich am Freitag ab. Dann kann sie am Freitag da schlafen. Genau, und dann machen wir uns wieder einen schönen Abend mit Aude. Ich werde euch auf jeden Fall wieder mitnehmen. Also ich werde euch auf jeden Fall unseren Einkauf gleich zeigen. Ich gehe jetzt erstmal runter zu den beiden, weil die müssen den Müll wegschmeißen. Und ich bin echt mal gespannt, ob das hilft gegen Hornhaut. Aude muss nämlich was dagegen tun bei sich. Was ist das denn? Ist das nicht abgelaufen, das Nägel? Genau, und sonst gibt es nichts. Also bis gleich. So, ich zeige euch ganz schnell den Einkauf. Wir haben einfach Gemüse, Gouda, Schokokekse, diese Erdnüsse im Mantelteig, Waffeln, Wurst, Joghurt mit der Ecke für Lina, Pizzateig, Mozzarella, zweimal diesen Joghurt mit Smarties, Feuchttücher, für Lina eine Kaffeesonne, Yum-Yum, Mehl, nochmal Gemüse, Salzstangen, zweimal Chips, nochmal Joghurt mit der Ecke, Yum-Yum, Brötchen. Noch mehr Junge. Sauce Hollandaise. Nivea für Arbeit. Schokokekse. Ja, Joghurt für Lina nochmal. Und so normalen Joghurt. Dann haben wir einmal Balkankäse aus Kuhmilch, Möhren, arabisches Brot, einmal Milch, Banane, dann haben wir einmal Öl, dreimal Thunfisch. Oliven und Sonnenblumenkerne. Viermal Fanta Exotik, nochmal Erdnüsse. Einmal Geflügelfleischwurst. Hackfleisch, das war's auch. Brauchst du nicht was? Ja. So, ihr Lieben, ich wollte mich eigentlich nur noch verabschieden, weil ich das gestern vergessen habe zu sagen. Ja, ich will noch mal ganz kurz auf HelloFresh eingehen. Und zwar, ich weiß, viele YouTuber werben dafür. Ich bin auch, ich gehöre auch zu den YouTubern, die HelloFresh für HelloFresh wirbt. Und das ist der einfache Grund, weil ich viel davon halte. Das ist frisches Obst. Alles ist frisch. Es kommt nichts kaputt oder irgendwie, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ist alles frisch und bis jetzt hatte ich noch nie Probleme mit denen. Ich habe auch mal die Obstbox bestellt. Das war vor 3 Jahren und die hat mir auch sehr gut gefallen. Könnt ihr übrigens auch machen, aber der Rabattcode gilt dafür, glaube ich, nicht. Auf jeden Fall gilt der Rabattcode nicht für die Probierboxen. Ihr kriegt auf die erste und auf die zweite Box 30% jeweils und das ist viel, das ist fast die Hälfte. Deswegen, ihr könnt da nichts falsch machen, ich würde es auf jeden Fall ausprobieren, das wird euch gefallen. Moment. Oh, ja.
Man hat immer so eine Phase, wo man einfach keine Zeit findet zum Einkaufen gehen. Zum Beispiel, wenn ihr aus dem Urlaub kommt, aus der Türkei oder keine Ahnung woher, dann ist das ja viel angenehmer, wenn ihr die Box vorher bestellt und ihr müsst dann nicht noch einkaufen gehen. Ich weiß, letztes Jahr war das für uns total chaotisch. Wir sind dann noch am selben Abend einkaufen gegangen und das war einfach, da hast du keinen Bock drauf, vor allem jetzt mit zwei Kindern. Also wie gesagt, ihr könnt das ausprobieren. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Code dazu nutzt. Wie gesagt, ihr könnt damit jeweils 30% auf zwei Boxen sparen. So ihr Lieben, die 30% Gutscheine gelten nicht für die Probierboxen und auch nicht für die Obstboxen. Die Obstboxen kann ich euch auch sehr empfehlen. Das hatte ich mal vor 3,5 Jahren bestellt. Da, ich weiß gar nicht, ob ich damals dann noch YouTube gemacht habe. Ich glaube nicht. Das war auf jeden Fall vor 3 Jahren oder 3,5 Jahren. Irgendwie sowas. Da habe ich auch die Obstbox bestellt und da kriegt ihr dann halt verschiedenes Obst, je nach Jahreszeit. Ja, ihr könnt auf beide Boxen zwar jeweils 30% sparen. Und der Code gilt bis zum 15.03. Ja, ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich filme jetzt direkt weiter. Und ja, freut euch auf den nächsten Vlog. Tschüss.